Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play FIFA 23 auf der PlayStation 5. Nach diesem Last-Minute-Sieg bei Real Valladolid sind wir jetzt wieder Tabellenführer mit zwei anderen Teams zusammen. Also wie gesagt, eigentlich mit Atletico zusammen, ja. Ja, Valladolid, das war so gerade noch irgendwie was gut. Elche, die wir im ersten Spiel schlagen konnten, Barcelona und Celta Vigo, die ja von uns auf die Socken gekriegt haben, sind momentan ganz unten drin. Aber wir sind jetzt gerade so ein bisschen wieder oben mit dabei. Ja, nach diesen drei Siegen jetzt in Folge, drei Siegen waren es, glaube ich, jetzt mittlerweile wieder. Müssen wir gucken. Ich glaube, es waren drei Siegen. Brauche ich jetzt gerade nicht. Warte, ich will auf den Kalender gucken. Oh, du musst ja nicht alles tausendmal erklären. Unentschieden, ja. Dann 1, 2, 3 Siege in Folge, ja. Genau. Wir wollen jetzt den vierten Sieg in Folge holen. Und wollen natürlich diese Aufgabe dann lösen. Und wie gesagt, Villarreal, das ist der erste, eigentlich schon fast so heftige Prüfstein. Und dann kommt schon Real. Also die nächsten beiden Spiele werden jetzt richtig entscheidend. Die nächsten Partien werde ich jetzt erstmal wieder entscheiden. Also jetzt geht's. Oh, ich muss da ein bisschen. Oh, ich muss da definitiv durch abdrehen. Jetzt wird's da sonst ein bisschen dramatisch. Das ist jetzt ein bisschen blöde, dass natürlich jetzt der eine oder andere sich nicht zu 100% fit ist. Das heißt, Vivian rutscht natürlich eins raus. Mochilo. Sainz, Muniain. So, ich werde natürlich jetzt Sainz rausziehen auf die Position. Ne, ich muss Mochilo spielen lassen, oder? Ja, es geht nicht anders. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen durchrotieren. Deswegen ist nur jetzt gerade mal der ein oder andere. Ich lasse es jetzt erstmal so sein, wie es ist. Ist natürlich jetzt ein bisschen blöd alles. Gut, gehen wir rein. Wenn das nächste Spiel, wie gesagt, danach können sie sich ein bisschen ausruhen, hoffentlich. Das Wetter spielt mit im Stadio della Ceramica, liebe Zuschauer, und damit begrüße ich Sie sehr herzlich zu diesem Spiel. Ihre Kommentatoren heißen natürlich auch heute wieder Wolf Fuß und Frank Buschmann. Und heute wird eine Partie aus der La Liga Santander bei uns auf dem Programm stehen. Villarreal gegen Athletic Bilbao. Also über das Spiel wurde natürlich einiges geschrieben im Vorfeld. Ist ja klar, so eine Partie lässt niemanden kalt. Ist eine sehr interessante Begegnung, ohne Frage. Hier also die Startelf vom FC Villarreal. Schauen wir uns mal ihre taktische Ausrichtung heute an. Wir sehen hier die 4-4-2-Formation. Vorne drin also zwei Stürmer. Auf die wird es heute ganz besonders ankommen. Das wird definitiv auf jeden Fall eine Hausnummer werden, der Gegner hier jetzt so auswärts. Athletic Bilbao in diese Partie. Herzstück dieser Formation ist natürlich das Mittelfeld heute. Ja, im 4-4-2 mit Raute sind sie im Grunde da in der Zentrale ganz gut aufgestellt. Und es bieten sich ja auch noch die Möglichkeiten, da über außen gefährlich zu agieren. Villarreal ist ja immer eigentlich eine Mannschaft mit zwei Saisons. Möglichst gut abschneiden und dann unbedingt vor Valencia liegen. Ja, wie das so ist bei Lokalrivalen, und die Rivalität ist bei den beiden extrem ausgeprägt, und das spornt natürlich zusätzlich an. Klar, wir wollen natürlich, also unser Ziel ist es sowieso erstmal hier diese Punkte mitzunehmen. Und dann kommt der große Showdown. Real Madrid in der nächsten Folge. Ja. Mal gucken, was jetzt passiert.
Wir müssen ein bisschen Fatze umbauen. Wir mussten aus Fitnessgründen wieder umbauen, weil die Spiele jetzt alle hintereinander kommen. Weil sie jetzt das dritte Spiel haben, kommt 5-6, 5-6. Ja, schade. Tatsächlich spielen wir eine gute Saison, aber Meister werden wahrscheinlich. Weil, bleibt abzuwarten. Ich will es natürlich jetzt auch nicht sagen, wahrscheinlich nicht, aber. Ball ist erstmal raus, super Parade. Gibt Ecke. Erste Chance vom Gegner. Also Favorit ist klar, es ist Villarreal. Da brauchen wir gar nicht drum zu reden. Die Flanke jetzt auf Morata. Oh, das gibt der Elfmeter. Er pfeift der Elfmeter? Wofür? Handspielerwart? Wofür fährst du jetzt auf Elfmeter? Borja. Ey, komm. Da war doch die Brust vom Gegner mit dran. Das war doch niemals Handspiel. Das soll jetzt hier das 1:0 werden. Terra Moreno 0-1, also 1-0. Hätte den ein bisschen weiter die links in die Ecke gesetzt, hätte ich den wahrscheinlich sogar gehabt. Den Elfmeter schauen wir uns nochmal an. Klasse gemacht, Keeper verladen. Ja, so gerade, ey, das ist bitter. Ab durch die Mitte. Ja. Also, 1-0 Moreno, der Favorit führt. Da hätten wir also das 1:0, mal sehen, wie es hier weitergeht. Ah. Giovanni Lo Celso. Frag mal bei den Bayern nach. Die haben gegen Villarreal auch verloren. Da ist er da. Er steht gut und holt sich den Ball. Konterball, Raúl Garcia, der 35-Jährige. Erneut das Tor. 1-1. Iñaki, zumindest nur auf der Bank. Wie gesagt, das sind Fitnessgründe. Das ist einfach nur Fitnessgründe. Der hat so viel jetzt gespielt in den letzten Spielen. Aber dann haben wir ja noch einen, der da vorne macht. Der 35-Jährige, wenn er so seine Saison seine Karriere besitzt, der eigentlich weggehen soll. Sie haben ja also den Ausgleich geschafft. 1-1. Also Garcia jedenfalls mit dem Ausgleichstreffer direkt hintereinander weg. Das ist ganz, ganz wichtig, dass man da zumindest schon mal relativ zeitnah auf Unentschieden gespielt haben. Ball ist weg. Müsste eigentlich Abschluss geben. Ja, gibt es auch. Zu Melia. Vivian. Vencedor. Und dann der gute Ball nach vorne auf Guruceta. Kurze Flanke jetzt. Ja, schade, Freud. Sehr gefährlich. Achtung jetzt. Er schießt. Und Eitei. Den hält der Torwart natürlich. Gute Situation. Ecke kommt ins Zentrum. Oh, der war knapp. Und Vivian. Kopfball geht aber knapp drüber, da hat nicht viel gefehlt. Lo Celso. Ah, Coquelin, der ehemalige Freiburger. Wer doch nicht ganz glücklich war. Jetzt können Sie in Angriff starten. Moreno, der Torschütze. Munan. Ja, Quatsch. Simon, ja. Jetzt schnell geht, dann wird's gefährlich. Und der Ball auf Morcillo. Da könnte was entstehen. Vivian, zweimal. Handspiel. Elfmeter. Ah, muss selber geben. Ich wollte gerade sagen, das ist manchmal ein bisschen gefährlich. Jetzt kriegen wir den Elfmeter auf der anderen Seite. Iñaki ist nicht da. Und das ist ein Handspiel. Das ist tatsächlich die richtige Entscheidung. Das ist eher ein Handspiel als Ansatz. Ist das Mochia tatsächlich, der schießen darf? Ne, Raúl ist es. Die Chance auf die Führung. Und der erste verschossene diese Saison. Der eine Elfmeter trifft Moreno, der andere verschießt wir. Er passt auf. Da müssen sie aufpassen jetzt. Ah, ist das bitter. Vielleicht jetzt. Aber egal, alles ist gut. Zu wenig aus der Konterchance. Ball ist weg. Mochido.
schön durchgesetzt. Mortino! Alter! Sie können sich absolut auf ihn verlassen. Also das war jetzt eher harmlos, aber die Szene vorher, die war enorm gefährlich. Ja, da muss er schon sein ganzes Können aufbieten, um den zu halten. Das ist eine super Parade. Konter kommt. Morci. Wieder Morci, ja, gut. Und Garcia! Also jetzt ist es fast sogar eigentlich überfällig, dass Bilbao ja heute in Führung geht. Also dass wir in Führung gehen. Galan verliert den Ball. Pino. Sie bringen den Ball in die Mitte. Ganz konsequent. Ball ist weg. Ja, jetzt muss er ein bisschen aufpassen. Mochia, der super macht er jetzt gerade. Und er nimmt jetzt Vivian mit, der linken eigentlich Innenverteidiger spielt. Das ist, aber heute spielt er mal außen. Spielt er mal außen. Und Altay verhindert erneut die Führung. Was ist da los heute? Alter, hier bei mir. X-Ecke, Dalot. Noch ein Eckstoß. Mochilo. Wieder nicht. Also die Ecken kommen momentan nicht wirklich gefährlich. Wieder Mochilo. Diesmal. Vom Flügel zieht er jetzt ein. Ja, das war die Idee. Also 1-1, ein gutes Spiel. Ist damit vorüber. Scheiße. So, Pause. Und das ist war durch. Zum zweite Halbzeit. Hier im Stadio della Ceramica. Lucelso. Ja, nicht da. Nee. Zweimal. Villarreal ganz geduldig. Borica. Damit kannst du so einen Keeper natürlich nicht vor Probleme stellen. Und ein langer, langer Ball, aber der überhaupt nicht ankommt. Der geht's bald weiter. Dann steht das nächste Spiel an für Athletic Bilbao. Dann geht es zu Hause gegen Real Madrid. Ja. Eine richtig reizvolle Partie könnte das werden. Ja, der kommt nicht an. Doch den Ball. Capri. Unentschieden bisher, dazu passend auch die Ballbesitzquote. Es ist alles auf Augenhöhe. Ja, es ist spannend, wie sich diese Partie noch entwickelt. Sieht so aus, als wollen wir gleich wechseln. Wir werden eh gleich wechseln müssen. Es ist. Ja, warte mal, den Ball haben wir wieder. Den Ball abgeben. Sieht vielversprechend aus. Sie versuchen es. Der Torwart ist da, hechtet zum Ball. Alter, meine Güte. Das macht er hervorragend, das zeichnet einen klasse Keeper aus, ein echter Ritter. Ecke kommt. Sie bekommen den Ball nicht raus. Er entscheidet. Was? Wofür? Was weißt du jetzt? Was weißt du, zu Recht? Abseits oder was? Handspiel? Okay. Er hat doch auch ein Handspiel entschieden. Ich habe darauf gewartet. Also, ich habe eigentlich hat er sich den mit der Brust angenommen. Gerai, sehr gut. Fängt diesen Ball ab. Und diese Grätsche war äußerst wichtig. Pino. Natürlich ist das ein Ritt auf Rasierklinge. Wieder ein so ein Ding, ey. So, jetzt werde ich wechseln müssen. Jetzt werde ich mal ein bisschen durchziehen müssen. Weil der, wie gesagt, der ein oder andere, ja. Ja, ich werde das Williams bringen, natürlich, klar. Ist natürlich jetzt ein bisschen Rechtsverteidiger Kaper bringen. Ja, passt so weit. Ich muss natürlich jetzt ein bisschen was bringen. Jetzt müssen wir natürlich die für die Leute bringen. Das sieht man auch selten. Gleich drei Wechsel auf einmal. Ist natürlich jetzt bewusst so. Kurzer Eckball. Da kommt die Flanke. Weiter gefährlich. Das war zu halbherzig.
Gerard Moreno. Jetzt die Chance. Leichter Ball für. Vielleicht darf. Mit der darf der Torjäger nochmal heute was machen. Da kann er ihn stoppen. Und jetzt ist er. Ist er doch schon. Williams, Williams, Williams. 3, 2, 1. Genau deswegen ist er gebracht worden. Nur 3 Minuten später ist er schon am nächsten Tor beteiligt. Sunset 1-2. Die Abwehr lässt den Keeper im Stich, alleine gegen 2. Was willst du da machen? Das ist nahezu aussichtslos. Und sie machen es clever, machen es eiskalt. Sie lassen sich auch nicht mehr verunsichern und der Ball ist drin. War das die Entscheidung, Buschi? Ja, noch nicht so ganz. Es ist nicht mehr viel Zeit, um hier zurückzukommen. Oh, das könnte was werden. Oh. Ja, aber das war ganz sicher. Udai. Kurzer Blick zur Uhr. Für eine schöne. Aber jetzt kriegt es die Kugel nicht durch. Morata. Oh, viel Platz jetzt. Morata, der auch noch nicht so viel gemacht hat. Riesenchance für Villarreal, in dieses Spiel zurückzukommen. Also zumindest den Ausgleich zu machen. Der Ball bleibt am Aluminium hängen, da ist ganz viel Pech dabei. Nächster Konterversuch. Chapa, sehr gut gelöst da. 2-1 hier und schnell mal der Blick aufs nächste Spiel. Und er geht dann über die Außenbahn. Chapa. Nächster Gegner ist Real. Das ist aber jetzt erstmal noch unwichtig. Erstmal diese 3 Punkte irgendwie noch zu verteidigen. Der Real, die momentan nur 8 Zähler haben. Jetzt gestört. Weiter hoffen die Fans auf den späten Ausgleich in dieser Partie. Jetzt können sie kontern. Giovanni Lo Celso. Flanke kommt. Der passt. Ausgleich. Kurz vor Schluss treffen sie hier doch noch. Eine Wahnsinns-Schlussphase. Boah, ist das bitter. Sie spielen Weltklasse dadurch. Eigentlich hast du eigentlich das Thema schon durch. Und dann Gerard Moreno. Wunderbarer. Schiri, das war doch abseits. Das Spiel ist die ganze Zeit auf Augenhöhe und jetzt verletzt mich noch mal den nächsten. Was wird er hier geben? So, er gibt jetzt mal gelb für. Sehe ich auch so. Lo Celso, der natürlich jetzt. Beschwert sich, glaube ich, auch niemand drüber. Muniain. Muniain! Nächst gehalten, aber wir schauen weiter genau hin. Sie können diesen Angriff. Ich befürchte, dass das durch ist. In etwas Zählbares ummünzen. Eine Minute noch. Lass doch den Angriff laufen! Lass doch den scheiß Angriff laufen, dann kann ich den durchschicken vorne. Nee, ich pfeife das lieber mal. Da pfeifst du ja mir den Angriff weg, ey. Ich wollte gerade durchschicken. Ich wollte gerade mit dem Steilpass den Dings durchschicken. Absolut überzeugend seine heutige Leistung. Tore gab es heute, aber hinten waren sie viel zu offen. Deshalb am Ende das Unentschieden. Einige Kritik in Richtung Hintermannschaft geben. Ja. Oh Mann, ich hätte da die riesen Chance gehabt, den Spieler zu ein bisschen die Gegner zu distanzieren. Ärgert mich gerade wieder. Das ist schon wieder so ein Last-Minute-Ding. Nächster Gegner ist dann Real und da sollte man Toni sowas abstellen. Jo, bis dann, ne? Warte mal, obwohl, kurz nochmal schon die Nachrichten rein. Du kannst noch mehr. So. Ja, es tut mir leid, aber wenn die Werde nicht fehlt, kann ich spielen. Gut, in der nächsten Partie geht es dann gegen Real und da hoffe ich, dass wir dann vielleicht doch noch irgendwie mit dem Sieg hinkommen. Also die Tabellenführung sind wir, glaube ich, sind wir nicht los. Aber es wäre jetzt heute nochmal ein Riesending gewesen, da vorne wegzugehen. Ja, und Mallorca ist natürlich so eine kleine Überraschung da oben drin. Aber es ist knapp, es ist knapp. Achter Spieltag, Real Madrid, der nächste Gegner. Und wenn die gewinnt tatsächlich, sind die so ein bisschen wieder dran an uns. Wenn wir gewinnen, sind wir ordentlich im Abstand. Ja, es wird spannend jedenfalls. Naja, wie gesagt, wir sehen uns dann wieder beim Spiel 1 gegen 5.
Bis dann. Tschüss.